Schuster, jetzt für die Fraktion Die Linke, unser Kollege Stefan Liebig. Bitte schön, Kollege Stefan Liebig. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir stehen an der Seite der Hunderttausenden Russinnen und Russen auf dem Bolotnaja Platz in Moskau, in St. Petersburg, in Perm, die sich für freie und faire Wahlen und für mehr Demokratie in ihrem Lande aussprechen. Russland ist ein wichtiges europäisches Land und Russland ist ein entscheidender Akteur auf der internationalen Bühne, gerade wenn es um gemeinsame globale Herausforderungen geht. Und wir in Deutschland haben ein Interesse an einer guten Partnerschaft mit Russland, gerade auch mit Blick auf die deutsch-russische Geschichte, wie es Herr Tönnies vorhin schon richtig erwähnt hat. Wir setzen dabei nicht auf eine falsch verstandene Stabilität, die Veränderung durch Stillstand oder autoritäre Regierungen ausschließt, sondern auf Stabilität, die sich durch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig stabil gestaltet. Und die geplante Rochade zwischen Präsident und Ministerpräsident ist das Gegenteil davon. Die Demokratie wird so behandelt, als sei sie das Privatspielzeug zweier Herren. Und deswegen finde ich es gut, dass mit der Parlamentswahl ein Zeichen gesetzt wurde, dass die Bürgerinnen und Bürger in Russland eben nicht immer autoritäre Regierungen wählen oder ihnen folgen, weil das in Russland so Tradition habe, wie gern gesagt wurde. Und das wiegt ja umso schwerer, da die Wahlen und der Wahlkampf eben nicht fair geführt wurden. Der Verlauf selbst Fragen aufgeworfen hat, wie es die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ihrem Mitgliedstaat Russland vorhalten musste. Und auch der zunächst erfolgte Einsatz staatlicher Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten, die Einschränkung politischer Rechte wie der Versammlungs- und Medienfreiheit unmittelbar nach der Wahl sind nicht akzeptabel. Und es ist absurd, wenn Ministerpräsident Putin das Ausland für die Proteste verantwortlich machen möchte. Nationalismus und Feindbilder zu Recht vergangener Zeiten sind die falschen Reaktionen auf die Proteste. Ich hatte kürzlich Besuch von Jewgenia Schirikowa. Sie ist eine junge Frau, die um einen Wald, den Rimki-Wald, in Moskau kämpft. Dieser Wald soll durch eine Autobahn zerstört werden. Sie kämpft um Beteiligungsrechte von Bürgerinnen und Bürgern und damit gegen die Arroganz der Macht. Sie kämpft gegen Baufirmen, die eher als eine Baumafia zu sehen sind. Sie kämpft gegen Korruption und Vetternwirtschaft, aber eben auch gegen die Interessen von dubiosen Tarnfirmen im Bunde mit einer großen Firma aus der Europäischen Union, dem französischen Konzern Vinci. Und Frau Schuster, wenn Sie sagen, viele haben sich mit dem System arrangiert, gehören leider auch Firmen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu. Und da schadet der Westen der Demokratie. Denn gegen Umweltaktivisten und engagierte Bürger vor Ort reichte nicht die massive bürokratische Schikane, die es ohnehin gab. Nein, rechte Schlägertrupps sind gegen die Zelte friedlich demonstrierender Protestierer vorgegangen. Und Frau Schirikowa und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter geben nicht auf, sie kämpfen weiter. Und diese junge, mutige Frau, die den Bürgerprotest dort seit vielen Monaten anführt, sie gibt Hoffnung, das ist die Zivilgesellschaft, die ein modernes Russland braucht. Und die Zahl derer, die sich ihre Bürgerrechte nicht mehr einschränken lassen will, wächst. Im Wahlergebnis zeigt sich aber auch, das hat mein Kollege Wolfgang Gerke vorhin erwähnt, dass auch die wachsende soziale Spaltung immer weniger akzeptiert wird. Dass die Armen immer ärmer und die Oligarchen immer reicher werden, trifft auf Widerstand und das finden wir sehr gut. Und deshalb ist es ein wichtiges Zeichen, wenn der Bundestag den Demokratinnen und Demokraten Russlands, und zwar nicht den lupenreinen, sondern den echten, auf der Straße zeigt, dass wir mit ihnen solidarisch sind. Aber die Vorrednerinnen und Vorredner haben es angesprochen, wir können mehr tun als reden, wir müssen auch handeln. Denn die Menschen müssen sich begegnen können. Das fördert Verständnis, Vertrauen und Solidarität. Es verändert vielleicht auch ein wenig in Russland. Und eine ganz wesentliche Voraussetzung für mehr Kontakte ist die Visafrage. Ich kann ja allen recht geben, die das hier angesprochen haben. Aber, Herr Missfelder, ich muss Sie da konkret ansprechen. Es liegt letztlich an Ihnen. Es liegt an der CDU-CSU-Fraktion. Ich hoffe, dass es Ihnen gelingt, dass die konservativen Innenpolitiker Ihrer Fraktion sich endlich einen Ruck geben und zügig einen Weg freimachen für mehr Freiheit der Bürgerinnen und Bürger in Russland. Hier können wir real handeln. Und ich bitte Sie, ich weiß, viele in Ihrer Fraktion kämpfen dafür, aber es sind noch nicht genug offenkundig. Ich bitte Sie, handeln Sie dort endlich. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Putin und Medvedev können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Der Druck der Straße, aber auch bleibende internationale Aufmerksamkeit sind dazu wichtig. Ich hoffe, dass wir damit hier heute einen kleinen Beitrag geleistet haben. Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Liebig.